Entdecken Sie Rosaxan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosaxan. In Rosaxan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz für Ostsachsen und Südbrandenburg. Täglich ab 18 Uhr. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zur Drehscheibe Lausitz am 17. Mai. Wir freuen uns, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Zum Wochenstart beginnen wir unsere Sendung mit den neuesten Meldungen aus der Region. Die Hoyerswerder Stadträte haben mit großer Mehrheit den Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2022 verabschiedet. Und jetzt steht fest, Hoyerswerda muss in den nächsten Jahren sparen. Welche Projekte dennoch unterstützt werden und die weiteren Nachrichten des Tages haben wir nun für Sie. Der Stadtrat von Hoyerswerda hat mit großer Mehrheit den Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2022 verabschiedet. Er enthält ein Defizit von 7,6 Millionen Euro. Trotz der schwierigen Haushaltslage plant die Stadt weiterhin größere Investitionen. Dazu gehören zum Beispiel der Bau einer Sporthalle für die neue Oberschule, der Umbau einer ehemaligen Oberschule zur Grundschule und die Sanierung des Jugendclubhauses Ossi. Dafür hat die Stadt 3,8 Millionen Euro Eigenmittel eingestellt. Die Stadtverwaltung rechnet mit großzügiger Förderung für diese Projekte. Die Freiwillige Feuerwehr Görlitz Innenstadt erhält einen Neubau. Der Stadtrat hat auf seiner jüngsten Sitzung das Okay für das Vorhaben gegeben. Der Neubau soll auf einem derzeit brachliegenden Grundstück an der Cottbusser Straße entstehen. Die Kosten belaufen sich auf 4,9 Millionen Euro. Das ist wesentlich mehr als ursprünglich vorgesehen. Als die Stadt Görlitz bereits 2019 erste Planungsleistungen ausschrieb, war von höchstens 2,9 Millionen Euro die Rede. Bürgermeister Michael Wieler hat dies damit begründet, dass der Bau größer ausfällt als ursprünglich vorgesehen. Außerdem soll es jetzt auch eine Waschhalle geben. Auch in diesem Jahr müssen die Jazztage Görlitz pandemiebedingt verschoben werden. Eigentlich wollte man bereits im Juni 2020 Jubiläum feiern. Nun plant der Verein Kulturzuschlag Görlitz die 25. Ausgabe der Jazztage im September und Oktober durchzuführen. Die Jazztage, wie wir sie lieben, in dicht besetzten Spielorten, mit spontaner Begeisterung, Pausengesprächen und freundschaftlicher Begegnung internationaler Musiker, sind so Anfang Juni nicht denkbar, bedauert Reinhard Schubert vom Veranstalterverein. Das Bündnis Parkschulausbau jetzt hat mit der Übergabe eines entsprechenden Schreibens an den Zittauer Oberbürgermeister Thomas Zenker ein Bürgerbegehren in Gang gesetzt. Ziel ist es, die zweimal vom Stadtrat abgelehnte Erweiterung der Zittauer Parkoberschule doch noch durchzusetzen. Dafür müssen laut Angaben des Bündnisses bis zum 24. Juni mindestens 1600 Unterschriften von wahlberechtigten Zittauer Bürgern gesammelt werden. Wenn das gelingt, dann muss der Stadtrat einen Bürgerentscheid beschließen. Laut Bündnis platzt die Parkschule aus allen Nähten. 2020 muss die Hälfte der Bewerber abgewiesen werden. Die Gemeinde Solan sucht nach Ideen für die Nutzung des neuen Bürger- und Vereinshauses im Ortsteil Taubenheim. Dazu hat die Gemeindeverwaltung gemeinsam mit dem Verein Faltenberg-Wichtel und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung eine Online-Umfrage gestartet. Eine für Ende 2020 geplante Zukunftswerkstatt hatte man aufgrund der Corona-Situation absagen müssen. Das Bürger- und Vereinshaus befindet sich in der früheren Gemeindeverwaltung, einem 1881 errichteten Umgebindehaus. In ihm befindet sich derzeit eine Bibliothek sowie eine Sonnenuhrenstube, die über das auch als Sonnenuhrendorf bekannte Taubenheim informiert. Die Gemeinde Solland hatte das Gebäude seit Herbst 2018 für fast 1 Million Euro umfassend saniert. Die Umfrage ist auf der Webseite www.solland.de unter Aktuelles zu finden. Wir sind an Heimatgeschichten interessiert.
Gibt es in Ihrem Ort wichtige Ereignisse oder Persönlichkeiten, die in unseren historischen Kalenderblättern unbedingt erwähnt werden sollten? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an info@lausitzwelle.de. Nach Brandenburg sollen bald auch in Sachsen Impfungen gegen das Coronavirus ohne Priorisierung möglich sein. Anders als im Nachbarland, wo nur der Impfstoff AstraZeneca frei zur Verfügung steht, können Hausärzte in Sachsen künftig alle zugelassenen Impfstoffe ohne Priorisierung verimpfen. Mehr dazu und weitere Meldungen jetzt für Sie. Niedergelassene Ärzte in Sachsen können ab kommenden Montag, dem 24. Mai, Patienten mit allen zugelassenen Impfstoffen ohne vorgegebene Priorisierung impfen. Damit können die Mediziner ohne Bindung an die Coronavirus-Impfverordnung frei entscheiden, welche Patienten sie zuerst impfen. Dies hat das Sozialministerium nach Beratung mit der Sächsischen Landesärztekammer und der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen entschieden. In den Impfzentren und bei den mobilen Teams wird die Priorisierung dagegen beibehalten. Die Sächsische Jugendstiftung, der Verein Sächsische Landesjugend und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung haben einen Jugendnotfonds gegründet. Ziel ist es, selbstverwaltenden Jugendclubs in der Pandemiezeit finanzielle Unterstützung leisten zu können. Uns ist es wichtig, dass Jugendclubs, Treffs und Initiativen die Pandemie gut überstehen, denn sie sind essentieller Bestandteil des kulturellen und sozialen Lebens im ländlichen Raum, so die Initiatoren des Fonds. Unter der Website jugendnotfonds-sachsen.de können Vereine ihre Situation schildern und sich für eine Unterstützung anmelden. Das Angebot gilt zunächst bis August diesen Jahres. Anlässlich des 30. Jahrestages der fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Hoyerswerda plant die Stadt jetzt ein Gedenkwochenende. Dies wurde am vergangenen Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz mitgeteilt. Mit Diskussionsrunden, Workshops und Filmbeiträgen sollen an die Ereignisse vom Herbst 1991 erinnert werden. Dem Programmentwurf zufolge wird dabei eine historische Einordnung erfolgen und die Sicht der Betroffenen näher beleuchtet. Geplant sind die Veranstaltungen vom 17. bis 19. September in der Lausitzhalle sowie an den historischen Originalschauplätzen. Sie sollen zudem den Auftakt zu den diesjährigen interkulturellen Wochen des Landkreises Bautzen bilden. Nach vorläufigen Zahlen der LMBV wurden seit Beginn des Jahres bereits mehr als 75 Millionen Kubikmeter Wasser für die Flutung der Speicher und Bergbaufolgeseen in der Lausitz genutzt. Das sind bereits 12 Millionen Kubikmeter mehr als im gesamten Jahr 2020. Hauptabnehmer waren das Speicherbecken Loser 2, der Speicher Burghammer und der Speicher Bärwalder See. Außerdem profitierten auch der Sedlitzer, Partwitzer und Geierswalder See von den Wassermengen. Das meiste Wasser, rund 49 Millionen Kubikmeter, kamen aus dem Einzugsgebiet der Spree. Des Weiteren zählten die Schwarze Elster und die Lausitzer Neiße zu den Wasserlieferanten. Die aktuellen Corona-Zahlen. Im Landkreis Bautzen sind derzeit 1.226 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Es gab 14 Neuinfektionen zum Vortag. Außerdem gelten seit gestern 46 Patienten als genesen. Es gab in diesem Landkreis 2 Todesfälle. Der Landkreis Görlitz hat heute 5 Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der aktuell Erkrankten liegt hier bei 669. Auf die Angabe der genesenen Personen wird künftig verzichtet, heißt es vom Landkreis. Es wurden 3 Todesfälle gemeldet. Im Landkreis Spree-Neiße sind momentan 363 Personen an Corona erkrankt. Seit gestern sind 6 weitere positiv getestet worden. Außerdem wurden 27 Personen als genesen registriert. Es gab hier keinen Todesfall. Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz hat heute 3 Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der aktuell Erkrankten liegt hier bei 217. Seit gestern sind 38 Menschen genesen. Es gab auch hier keinen Todesfall. Und im Landkreis Elbe-Elster sind derzeit 263 Menschen am Coronavirus erkrankt. Es gab in diesem Landkreis 3 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag. Außerdem sind seit gestern 2 weitere Personen genesen. Es gab hier keinen Todesfall. Ist Ihr Blutdruck auch zu hoch?
Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu, Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Informationen unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Raumgewinn ist ein Trendsetter, ist Inspiration. Es fängt schon damit an, wenn Sie reinkommen. Wow, was ist denn das hier? Im Raumgewinn sind wir für Sie da, damit Ihr Traum vom eigenen Haus oder der sanierten Wohnung wahr werden kann. Unsere Kunden sagen, wir brauchen jemanden, der uns an die Hand nimmt und die ganze Sache für uns stressfrei gestaltet. Eben aus einer Hand, lass uns das gemeinsam angehen. Besuchen Sie uns in Dresden, Gehrockstraße. Das einzige vollständig erhaltene Rittergut in Sachsen findet sich an den Ausläufen des Lausitzer Burgenlandes in der Nähe von Bautzen. Die Rede ist natürlich vom Barockschloss Ramenau. Dieses feiert bald den 300. Jahrestag seiner Grundsteinlegung. Wir trafen uns mit der Schlossleiterin Ines Eschler und wollten etwas mehr über das historische Bauwerk erfahren. Das Barockschloss Ramenau feiert in diesem Jahr den 300. Jahrestag seiner Grundsteinlegung. Am 20. Juni soll der historische Akt symbolisch wiederholt werden. Dabei kann sich das Schloss seinen Gästen, so Corona will, in einer rund erneuerten Form präsentieren. Ja, tatsächlich haben wir jetzt einen Zustand erreicht, so schön wie wahrscheinlich dass die Schlossanlage noch nie zuvor gewesen ist. Denn in diesen fast 30 Jahren ist das Schloss einmal komplett durchsaniert worden. Was der Besucher als erstes sieht, bildet dabei den Abschluss, das Treppenhaus. Mit seiner Gestaltung wurde ein Prinzip verwirklicht, das sich auch an anderen Stellen wiederfindet. Illusionistische Malerei nennt man das aus dieser Zeit. Man versuchte einfach mehr darzustellen, also ein bisschen mehr Schein als Sein, sozusagen Räume größer erscheinen zu lassen. Also ein großzügiges Treppenhaus, was eben auch repräsentativ war, wo man die Gäste ja hochgeführt hat in die Belletage und was natürlich ganz schick und großzügig wirken sollte. Das Treppenhaus vermittelt den Aufgang in die Belletage, das schöne Geschoss, wo sich die prachtvollsten Räume wie Perlen an einer Schnur aneinanderreihen. Sie alle erstrahlen nach der Restaurierung im neuen Glanz. Den Anfang macht das sogenannte chinesische Zimmer, für die Direktorin der wertvollste Raum im ganzen Schloss. Leinwandtapeten zeigen das Leben in China, so wie man es sich in der Oberlausitz vor 300 Jahren vorgestellt hat. Und da kommt es eben schon zu sehr witzigen Dingen, wenn man zum Beispiel das Kaminbild sieht, wo blonde Chinesen abgebildet sind, oder den Elefanten mit den Schlitzaugen. An das chinesische Zimmer grenzt der Spiegelsaal an, das Herzstück des Barockschlosses. Er reicht über 2 Etagen und wurde in seiner jetzigen Form erst von den letzten Schlossbesitzern vor der Verstaatlichung der Familie Helldorff ausgestaltet. Und auf die Familie von Helldorff geht auch der schöne Kronleuchter zurück, der dort hineingebracht worden ist und aus dem Dresdner Ständehaus stammt, das ja Ende des 19. Jahrhunderts abgerissen wurde. Besonders am Herzen liegt Ines Eschler auch ein kleiner Raum, der offiziell Pompeianisches Zimmer heißt, aber unter einer anderen Bezeichnung bekannt geworden ist. Das Teufelszimmer oder Pompeianische Zimmer. Ja, eigentlich eben eine klassizistische Ausgestaltung unter Friedrich von Kleist. Bis 1820 ist dieser Raum in dieser Fassung entstanden. Der Name Teufelszimmer geht auf ein Missverständnis zurück, denn die gehörnten und geschweiften Figuren stellen keine Teufel dar, sondern sogenannte Satyren, also Figuren aus der griechischen Mythologie. Dafür ist typisch, dass sie eben viele Räume in klassizistischer Manier umgestaltet haben, so wie es dem Zeitgeschmack natürlich entsprach. 5 verschiedene Familien haben das Ramenauer Schloss von 1721 bis 1945 besessen und jeder hat versucht, den Geist ihrer Zeit und ihre persönliche Vorlieben erkennbar zu machen. Heute spiegelt sich dies in der Wiedervereinigung des Barocken mit dem klassizistischen Stil wider, die vor allem auf die Besitzerfamilie von Kleist zurückgeht. Auch die Architektur nimmt schon Bezug darauf. Wenn wir heute in das Schloss hineinkommen, sehen wir das schöne Treppenhaus, was in seiner klassizistischen Ausgestaltung den Bezug zur Natur durch Säulenreihen, indem man regelrecht die Blicke in den Park, in den Garten hineinzieht,
gestaltet hat. Allen Schlossbesitzern war es wichtig, eine Verbindung zwischen dem Gebäude und der umgebenden Landschaft herzustellen, die durch den Schlosspark vermittelt wird. Maßgeblich dafür war Centurius von Hofmannsegg, ein studierter Botaniker. Da brauchen wir gute Ideen. Da wird es ein kleines Team geben, was daran arbeitet, mit anderen Museologen des Schlösserlandes. Ich freue mich sehr darauf, denn das wird sicherlich schön, dass wir da eine sehr repräsentative Ausstellung, Dauerausstellung für Ramenau bekommen werden. Auch wenn die Schlosssanierung weitgehend abgeschlossen ist, geht die Arbeit nicht aus. In den kommenden 2 Jahren soll die Dauerausstellung umgebaut werden. In ihrer derzeitigen Form ist sie besonders für Behinderte und für Familien mit Kindern nicht optimal. Ja, was die Polizistinnen und Polizisten in den letzten Tagen auf Trab hielt, sehen Sie nun in unserem Polizeibericht. Den Anfang macht ein Wohnungsbrand in Hoyerswerda. Sonntagabend kam es in einem Wohnblock an der Lilienthalstraße in Hoyerswerda zu einem Brand in einem Kellerabteil. Dichter Rauch hatte sich im gesamten Treppenhaus des Gebäudes ausgebreitet, als die Feuerwehr gegen 19.45 Uhr eintraf. Die Flammen konnten zügig gelöscht werden, da sie sich noch nicht auf benachbarte Abschnitte ausgebreitet hatten. Die Bewohner blieben unverletzt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt, auch in Richtung Brandstiftung. Ein mit fast 3 Promille heftig betrunkener Mann hat am Samstagnachmittag einen Tankstellenshop in der Bahnhofstraße in Görlitz überfallen. Er hatte ihn gegen 17 Uhr mit einem Sixpack Bier ohne zu bezahlen verlassen. Kurze Zeit später kam er wieder, verlangte unter Androhung von Schlägen von der Kassiererin eine Schachtel Zigaretten. Als sie die nicht herausgab, reagierte der Mann aggressiv, stieß einen Aufsteller um, traf die Mitarbeiterin und verletzte sie. Der 23-Jährige hatte sich in der Zwischenzeit weiter bedient und den Laden verlassen. Er wurde wenig später in der Nähe von Polizisten gestellt und festgenommen. Am Samstagmorgen hat in Weißwasser eine Frau einen Polizisten gebissen. Die Beamten waren gegen 3 Uhr in die Gartensparte an der Görlitzer Straße gerufen worden. Sie trafen dort auf die stark betrunkene und aufgeregte Dame und ihren Begleiter. Die 34-Jährige ließ sich nicht beruhigen, deshalb wurde auch ein Notarzt hinzugezogen. Der konnte nur die starke Alkoholisierung, aber keine gesundheitlichen Probleme feststellen. Die Frau blieb renitent und verletzte mit einem Biss in die Wade einen der Beamten. Die mussten sich zudem wüste Beschimpfungen anhören. Deshalb verbrachte die Furie den Rest der Nacht zur Ausnüchterung im Polizeirevier. Eine Geburtstagsfeier hat die Polizei am Samstagabend in Pulsnitz aufgelöst. In einer Holzhütte in der Nähe des Schwedensteinweges wurden mehrere Jugendliche festgestellt, die teilweise die Flucht ergriffen. Von denen, die zurückblieben, waren einige erheblich betrunken. Tests zeigten Werte von teilweise über 1 Promille. Ein 16-Jähriger musste vollständig betrunken mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Von den übrigen im Alter von 15 bis 17 Jahren wurden die Personalien erhoben und Anzeigen eingeleitet. Im Anschluss wurden sie ihren Eltern übergeben. Ein Junge ist am Samstagnachmittag in der Äußere Lauenstraße in Bautzen schwer verletzt worden. Der 14-Jährige hatte das Dach eines Parkhauses erklettert und war dort durch einen Lichtschacht 5 Meter in die Tiefe gestürzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Wie es genau zu dem Unglück kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Die Polizei führt weitere Ermittlungen durch. Wie sich das Wetter in den kommenden Tagen entwickelt, erfahren Sie gleich in unserem Wetterbericht. Wie immer an dieser Stelle schauen wir allerdings noch in unserem Kalenderblatt auf ein besonderes regionales Ereignis zurück. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Der Wasserturm am Altstadtbahnhof in Hoyerswerda ist mehr als 100 Jahre alt. Im Stadtarchiv im Schloss ist noch ein Bauplan zu finden, datiert auf April 1907. Ein Jahr später ist das markante Wahrzeichen in der Steinstraße gebaut worden. Der Durchmesser der Kugel beträgt 9 Meter, der Turm selbst ragt 30 Meter in die Höhe. Über eine 1 Kilometer lange Rohrleitung von der Pumpstation an der Jenschwitz gelangte das Wasser früher hierher. Insgesamt 300 Kubikmeter Fassungsvermögen hatte der Speicher. Das entspricht dem Inhalt von etwa 2000 haushaltsüblichen Badewannen. Seit Anfang der 90er Jahre ist das Technische Kulturdenkmal stillgelegt. Die Rohrleitungen im Inneren sind ausgebaut, der Wasserspeicher aber noch vorhanden. Das Lausitzwelle Kalenderblatt.
Nach den verregneten Vortagen zeigte sich die Wetterlage heute wieder etwas ruhiger. Bis auf ein paar vereinzelte Regenschauer gab es einen Mix aus Sonne und Wolken. Höchstwerte erreichten maximal 17 Grad. Für die Nacht erwartet uns ein ebenfalls bedeckter Sternenhimmel mit Werten um 6 Grad. Es bleibt trocken. Auch morgen bleibt es im Flachland wechselnd bewölkt. Am Vormittag sind zudem teils kräftige Regenschauer möglich. Dazu weht ein kräftiger Westwind. Die Höchstwerte liegen hier bei 15 Grad. Im Bergland hingegen hält sich der Himmel vor allem in den Vormittagsstunden durchweg bedeckt. Auch hier sind Regenfälle und starke Windböen möglich. Die Höchstwerte erreichen auch hier maximal 15 Grad. In der gesamten Lausitz beruhigt sich das Wetter zum Nachmittag hin. Für die Nacht sagen die Meteorologen allerdings schon wieder Schauer und Gewitter voraus. Die Tiefstwerte liegen dann bei minimal 8 Grad. Für den Mittwoch erwarten uns bis zu den Mittagsstunden weitere Regenfälle. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken liegen die Werte zwischen 16 Grad am Tag und 7 Grad in der Nacht. Auch am Donnerstag sind bei Sonne und Wolken nur mehr leichte Regenschauer zu erwarten. Die Höchstwerte liegen erneut bei 16 Grad. Bis in der Nacht hält sich diese Wetterlage an. Die Werte fallen dann auf minimal 6 Grad. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Montag. Das gesamte Team wünscht Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Alle Meldungen gibt es zum Nachlesen nochmal auf unserer Homepage lausitzwelle.de. Und wir sind morgen zur gewohnten Zeit wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.